Und hallo, meine lieben Zuschauer. Ja, nach 12 und 20 Jahren bin ich mal wieder da und hab mal wieder Bock zu zocken. Ich habe von vorne angefangen. Ich bin jetzt hier immer noch am, die erste Fahrt habe ich hinter mir, die kurze. Ich bin jetzt hier in, keine Ahnung, wie das Kaff heißt. Und hab mir den Code schon geholt. Und deswegen muss mich mal wieder ein bisschen in die Steuerung einfinden. Aber ich habe mir gedacht, da ist halt schon so lange her, jetzt fange ich einfach nochmal von vorne an. Es war irgendwie am Ende auch ein bisschen tricky, ein bisschen frustrierend, habe ich so in Erinnerung. Ich wollte es mir gar nicht erst angucken. Aber so mit Schießen und Zielen und Treffen, das ist ja alle nicht so mans, ne? So. So, jetzt haben wir irgendwie den Schnösel hier, den Lewis McGreen, Geschäftsmann. Ja, drinnen ist es noch schlimmer. Wo ist es noch schlimmer? Gibt es ein Problem, Sir? Problem? Ja. Ja. Ja, ich habe ein Problem. Und Sie fügen noch neue hinzu. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Verflixter, planmäßiger Zug. Wo bleibt er nur? Sitzt er im Zug? Sir, der Fahrplan wurde seit 20 Jahren nicht mehr geändert. Ja, das weiß ich, da ich seit 20 Jahren damit fahre. Oh, irgendwas ist rot. Ach, er hat Hunger. Okay. Da. Boah, was geht die Gesundheit schnell runter? Oh nein. Oh nein, scheiße. Nein, nein, ah! Alle sterben und ich bin schuld. Was muss ich da machen? Ah, hier. Man ist dann voll abgelenkt, dann kann man gar nicht mehr zuhören. Das ist voll fies. Was sind jetzt schon wieder Rufzeichen? Sind wir da? Nee. Nachricht. Peter White. Hallo, willkommen zurück. Danke, ich bin freundlich. Keine Routenänderungen geplant. Allerdings gibt es im Süden Kommunikationsprobleme. Ich hoffe, die Brigade kann das beheben. Ich auch. Peter ist offline. Ja, danke für die Information. Ich dachte, im Westen wäre doch Stress. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was denn? Ich war nicht dabei. Hast du schon gehört? Gestern ist Trevor verschwunden. Oh. Er war im Westen. Standardroute S40. Ah. Aber die Endstation hat er nie erreicht. Im Westen verschwinden oft Leute. Da ist eine Grenze. Aber Züge? Ich habe schon so lange nicht mehr gegessen. Okay, nee, Essen gibt's nicht. Dann komme ich lieber an. Ich sollte mal Fenster bei mir zumachen. Entgegen dem Spiel ist es bei uns nämlich sonnig mit 30 Grad. Es regnet. Es wäre so schön, wenn es hier auch regnen würde. Ich muss los. Michael hat Probleme mit der Patrouille. Oh. Hi. Hallo. Der Code? Ach ja, der Code. Irgendwo hier lag ein Handbuch in dem Stand, wie man ihn ausdruckt. Hm. Gib mir ein paar Minuten. Geh erstmal durch die Stadt. Achso, ja, ich mach mal einen Shoppingbummel, ne? Ich klau dir auch nochmal eben eine Uniform und die Zigaretten. Du hast ja scheinbar nichts dagegen. Oh, hi. Geh durch den Scanner. Schneller! Okay, was sind das für... Das ist halt das Spannende. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hören Sie zu. Sie haben den Verkauf aller Fahrkarten in den Süden eingestellt. Aber ich muss trinken. Zurück nach Hause. Es ist wichtig. Ich bezahle. Ich habe Geld. Danke. Also es tut mir leid, wenn ich das jetzt alles nochmal vorlese, aber wie gesagt, es ist ja 43 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Der Rat schweigt. Ich glaube, dass sie schon evakuiert wurden. Unsinn. Hm. Also im Westen ist eine Grenze und im Süden verschwinden die jetzt auch schon. Oh, 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 der Bruder will prügeln. Und wie kommen wir zu ihr? Was? Hm. Nein, wir müssen in den Norden. Okay, dann kann ich wohl offenbar nicht helfen. Kaufen, verkaufen. Ich glaube, ich kauf mal. Kaufen. Guck mal, eine konnte ich mir zumindest leisten. Ich hoffe, das war jetzt nicht verkehrt.
Nicht irgendwas hacken. Lö. Und tack. Ich wiederhole. Der Fahrkartenschalter ist geschlossen. Ja, in alle Richtungen. Okay. Hier, der Turm, der ist auch cool. Der ist rot. Sollte einem das zu denken geben, dass er rot ist. Ich muss aufs Klo. Danke. $4 Münzen. Mein Freund, könntest du bitte mal in der Küche fragen, wo mein Fleisch bleibt? Na klar. Hi. Guten Tag. Was möchten Sie bestellen? Nein, das haben wir nicht. Tut mir leid. Wie? Keine Spaghetti-Pizza? Oh, hier ist eine Spaghetti-Pizza. Wo bleibt das Fleisch? Haben Sie das verflixte dreifach gekochte Fleisch bestellt? Ich habe es eine ganze Stunde lang gekocht. Muss ich ihm das jetzt sagen? Nö, interessiert ihn nicht. Okay. Ich finde das so spannend. Ich könnte so ein Spiel einfach nur spielen ohne Ballerei. Das wäre viel schöner. Das ist eine komische Substanz. Sie ist schwarz. Krabbel, krabbel. Krabbel, krabbel. Hi, wer bist denn du? Psst. Verrat ihnen nichts von mir. Irgendwas geht hier vor sich. Glaub dem Militär nicht. Okay, bevor ich da aber jetzt weitergehe, gehe ich nochmal den regulären Weg. Die Ratte interessiert mich nicht. Hi. Nein, ich gehe nirgendwo hin. Zu Hause hört mir niemand zu. Stell dir das mal vor, Junge. Wenn wir den Wächter haben, wer rettet uns im Falle eines zweiten Besuches? Und warum baut der Rat jetzt diese riesige unterirdischen Schutzräume? Ja, ich dachte, der Wächter wäre da, um uns zu beschützen. Verstehe ich nicht. Na gut, okay, jetzt war ich in der Stadt. Dann können wir ja jetzt... Hi. Komm rein, schneller. Was macht ihr da? Das sind die Koffer der Leute. Was? Wieso habt ihr den stehen bleiben? Was hast du hier verloren? Du bist ein Eisenbahnmitarbeiter. Du hast keinerlei Befugnis. Wenn ich dich hier nochmal sehe, bist du weg vom Fenster. Okay, das Militär ist böse. Nicht dem Militär trauen. Ich traue dem Militär kein Stück mehr. Drecksmilitär. Also in dem Spiel. Die erschießen Leute. Die erschießen einfach Leute. Das geht doch nicht. So, hast du es jetzt? Ich habe den Code ausgerührt. Achso, hier. Da steht er ja. Wo ist Amanda? Keine Ahnung. Kein Amanda, der mich knutscht. 3996. Alles klar. Tschüss. Dein Problem. Was steht da? Amanda. Michael hat Probleme mit der Patrouille. Okay, kann ich ihm nicht sagen. Entschuldigung, ich bin, glaube ich, werde krank. Ich habe Urlaub, ich werde krank. 3996. Weiter geht's. Ich konnte mir doch irgendwo die Route angucken. Das war, glaube ich, bei diesem Motor, ne? Oh, ich würde gerne die Spielgeschwindigkeit reduzieren. Das geht mir alles zu schnell. Ich gucke mal schnell da. Okay, Westen ist halt böse und der Süden ist böse. Hi. Die haben alle Routen in alle Richtungen eingestellt. Noch besser. Darüber weiß ich gar nichts. Und das war der Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist Metropol. Der zählt nicht. Warum das denn? Den können nur Ortsbewohner nutzen. Hä? Unsinn. Genau das habe ich gehört. Sie lassen nicht einmal die Siedler hinein.
Haus. Ich habe mich einmal verklickt, das tut mir leid. Ah. Okay, so hier wie bei Krieg der Welten. Uah. Oh nein, jetzt ist es auch noch nach. So. Juhu, überlebt. 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 Sehr gut. Kann ich nochmal draufklicken? Na guck. Warum haben sie uns hier angehalten? Kannst du herausfinden, was vor sich geht? Na klar. Danke, dass du versucht hast zu helfen, aber es sieht so aus, als kämen wir nicht weiter. Toll, einfach toll. Jetzt schaffe ich es auf keinen Fall. Ich weiß. Ja, aber ich habe keine Berechtigung mehr. Das Militär ist jetzt an der Macht. Der General erwartet dich bei... Ich habe das Gefühl, es wird nicht gut ausgehen. Beeil dich besser. Es ist wieder irgendwie... Nein, ich weiß nicht, was in Redmond passiert. Hier ist schwarzes Zeug. Warum ist hier schwarzes Zeug? Ich habe Fieber, deswegen habe ich dich gebeten, nicht in die Nähe dieser Teile zu gehen. Schwarzes Zeug. Markus, das ist ein Befehl von oben. Daran ist nichts zu machen. Seine neue Zugriffsebene B. Befugnis in Notsituationen selbstständig Entscheidungen zu treffen, die nicht mit dem Operatoren übereinstimmen. A. Erlaubnis zum Führen und Einsetzen von Waffen. Oha. Ich will keine Waffe benutzen. Aha. Nicht bewegen. Kein Zutritt zum Lazarett. Zutrittscode. Gut, geh hinein. Ich weiß nicht, ob ich das will. Die sind alle eklig. Es ist kein Blut. Ich weiß nicht, was es ist. Die meisten Ärzte sind aus der Stadt geflohen. Wir sind die Einzigen, die geblieben sind. Das Schlimmste ist, dass wir ihnen nicht helfen können. Wasser. Freund, gib mir Wasser. Ich habe kein Wasser. Es tut mir leid. Guck mal, hier ist die Tür. Und hier kommt's unten raus. Oh, fuck. Hust mich bitte nicht an. Hey, das ist eklig. Ich will hier weg. Ist das Donner? Wer bist du? Frag mich nicht. Ich weiß auch nicht mehr als du. Ich habe gehört, sie sind zurückgekehrt. Aber die Behörde schweigt bisher. Das sind geheime Informationen. Ich kann Ihnen nicht sagen. Kommen Sie herein. Sie werden erwartet. Er ist hier. Sie werden in 20 Minuten hier sein, Sir. Hör mir jetzt gut zu. Wohin wolltest du? Willstream? Willstream gibt es nicht mehr, mein Sohn. Genau wie die anderen Gebirgsstädte. Oh mein Gott. Wir brauchen deinen Zug, um wichtige Ladung zu transportieren. Sie wird schon an den Zug angekoppelt. Liefern Sie sie nach New Costfield und warten Sie auf weitere Anweisungen. Wie alle von uns. Aber Befehle sind Befehle. 10 Minuten, Sir. So lange hat er da gleich geredet. Verdammt schneller. Ihre neue Route haben sie kaum angerührt. Vielleicht gibt es dort Überlebende. Rette, wen du kannst. Das ist deine zweite Aufgabe. Los! Viel Glück, Junge. Foto 1. Ist das ein Auge? Gruselig. Ich will unten.
Ach, ist nur eine Ratte. Ganz ruhig, Vera. Nur eine Ratte. Kann ich hier rein? Nein. Oh nein, was ist mit dir? Du siehst nicht gut aus, mein Freund. Ich kann sie spüren. Sie sind in der Nähe. Endlich. Oh Gott. Ich muss hier, glaube ich, weg. Hi. Okay, der ist schon ziemlich durch. Oh Gott. Oh mein Gott, nein, oh mein Gott. Das ist ja kacke. Hi, ich muss los. Wiedersehen. Entschuldigung, das kann ich auch. Da kann ich auch nichts machen. Uns wurde befohlen, die Ladung zu eskortieren. Steigen Sie ein. Fünf, neun, acht, zwei. Und los geht's. Ich konnte keine Nahrung kaufen. Ich habe, glaube ich, nur noch einmal Nahrung. Das ist kacke. Aber Soldaten essen ja nichts, ne? Nur wir mögen das Militär ja nicht. So, guten Tag. Geheim, geheim. Darauf können wir nicht antworten. Geheim, geheim. Geheim, geheim. Wir sind geheim. Geheim, geheim. Da muss ich, was ist das? Wallig, Stadt im Nordosten des Landes. Einmal in der Folge bestand jemals aus Mitarbeitern der... Ich habe übrigens gerade Osten mit Westen verwechselt. Stimmt, da war was. Uah, ich will hier raus. Ich habe Angst. Ich bleib hier drin. Was ist das? Das ist gruselig. Oh, hier kaputte Panzer. Oh. Was jetzt? Was soll ich machen? Nicholas. Fährst du nach Redmond? Ruhig bei dir. Ich erinnere mich nicht daran, dass hier ein Tunnel gebaut wurde. Entschuldigung, die Verbindung. Nicholas. Ja, ja. Steht hier die Anzeige. Stand die da vorher auch schon? Oder wird die erst jetzt wichtig? Ich glaube, die stand da vorher noch nicht. Diese Stille hier. Hallo? Ich will nicht. Ich weine gleich. John, Sie haben mich in die Zentrale gerufen. Es ist etwas Dringendes. Wenn ein Zug eintrifft, ich habe den Code. Schön, es freut mich. Wer bist denn du? Wo bist du hin? Oh nein, eine Pistole. Aber ich habe keine Munition. Ich habe doch keine Uni... keine... Ich kann punchen. Ich kann punchen! Okay. Ich suche Code, ich suche Uniform... Ich suche Code. Ich suche den Code. Gesucht für den Bau des Wächters, wenn Ingenieure Lödelödelö. Hatten wir schon. Hallo? Hallo? Hi, ich gehe erstmal hier. Ist okay. Liste der aktuellen Routen.
Alan Adams, Bob Bosker, Michael Madsen, Charlie Checkers, Edward Jones. Das bin ich, oder? Belus 07? Ja. Kann ich da nicht irgendwas mitmachen? Pistolenmunition 6. Oh Gott. Okay. Such trotzdem an ihm. War das nochmal? Hi. Mein Gott. Sind Sie ein Retter? Gut. Ich hab verstanden. Ich warte im Zug auf Sie. Pistolenmunition. Sehr gut. Okay, hat mich gesehen. Er hat mich ganz offensichtlich gesehen. Ich bin gut. Kommen die hier runter? Ich hoffe nicht. Bestätigungsblocker kurz, okay. Ein Bleistift, der ein Dollar wert ist. Wow. Okay. Okay, ein Schuss pro Großen. Das muss eigentlich reichen. Ah, gut. Ich habe auch ungefähr so viel verbraten, wie ich jetzt wieder gekriegt habe. Okay, will ich da unten... Lohnt es sich, dahin zu gehen? So muss das sein. Sehr schön. Vielleicht ist an mir doch noch nicht Hopfen und Malz verloren gegangen. Okay, da geht's lang. Hier kann ich nicht reingucken. Oh Gott, will ich da unten rein? Ja, ich probier's mal. Uah. Die Kleinen sind kacke. Achso. Falsche Taste, ne? Hi. Halt. Sag mir erst, wer du bist. Aus dem Zug? Okay, ich warte dort auf dich. Na, guck. Noch ein Überlebender. Ich habe gar nicht so viel Essen. Gar nicht so viel Essen, wie ich kotzen könnte. Okay, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee, ne? Jetzt bin ich doch alle Wege gelaufen, richtig? Ist das korrekt? Ich glaube schon. Was schmatzt hier noch so? Okay. Also, ich habe immer noch viel zu wenig Nahrung. Da gehe ich nicht mehr hoch. Und viel zu viele Leute. Ich mit viel zu wenig. Ich habe 2 Nahrungsrationen. Das ist super. Und nur noch 4 Kugeln. Mäh. 7, 9, 9, 7. Und los geht's. Oh hi, kann man das Spiel auf leicht stellen? Mädchenkarte. Ich wollte das Fenster zumachen. Moment. Ach. Kacke. So, jetzt bin ich gespannt. So Leute, was ist los hier? Es war so knapp. Aber was ist dort passiert? Ja, dessen Name nicht genannt werden darf. Achso, der zweite Besuch. Nein, nein. Das hätte man uns gesagt. Cool. Die Hintergründe sind voll geil. Bla bla bla. Und fort. Der hat doch was anderes gesagt. Ah, cool.
Oha, aber die Hintergründe sind so cool. Hä, ich habe ihm gar nichts abgenommen, oder? Zu Ärger machen. Oder? Da. Nichts mehr zu erzählen. Ach, ich bin angekommen. Oh, 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 oh.